Seid mir ganz herzlich gegrüßt hier beim Tagesorakel, bei diesen Tagesenergien. Und ich habe mir interessanterweise das Deck von Dern Virtue in die Hand genommen. Da geht es eigentlich um die Engel der Liebe. Aber alles, was man im Leben tut, macht man hoffentlich aus einer inneren Liebe heraus. Ich möchte dieses Deck jetzt heute mal nehmen, ohne auf den Seelenpartner, Kram zu gucken, auf den Prozess zu gucken. Um was es denn heute geht. Und die Legung ist gültig ab genau jetzt, dem Moment, wo du dieses Video findest. Und dann für die nächsten 24 Stunden. Oh, da möchte eine hohe Zeit auf dich zukommen. Na, da ist die Karte Hochzeit rausgeflogen. Da geht es aber jetzt nicht unbedingt darum, dass zwei Menschen heiraten, sondern dass du mit Menschen umgehst. Geben bist, mit denen du dir eine schöne Zeit gestalten kannst. Diese Menschen sind Teil deiner Seelenfamilie und die verhelfen dir dazu, heute irgendwelche Erkenntnisse zu bekommen, die deine Gedanken ein Stück weit befreien oder dich ein Stück weit aus dem Gedankenkarussell rausholen. So glaube ich, nehme ich das eher wahr. Manche hier sind noch so Kontrollfreaks, die das Leben wirklich unter Kontrolle haben müssen, die den Eindruck haben, je mehr ich denke, desto mehr kann ich die Dinge in gewisse Bahnen laufen lassen, die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen. Darum geht es heute und aufzuhören, jeden Schritt, den man tut, wirklich kontrolliert machen zu wollen. Es ist auch schon mal lustig zu spielen. Und die Dinge einfach laufen zu lassen. Was zeigt sich genau heute? Auf jeden Fall stehst du unter dem Schutz des Universums. Ja, und es geht heute wirklich darum, deinen Blickwinkel mal zu verändern, ganz bewusst zu verändern, mal auszumisten, aufzuräumen mit den alten Glaubenssätzen. Mit reflexartigem Verhalten. Es scheint ein Tag zu sein, wo du ziemlich stabil bist und wo jemand aus deiner Seelenfamilie dir zur Seite steht. Das kann im direkten Umfeld sein, das kann aber auch über die Distanz geschehen. Irgendein guter Freund aus dem Internet, der dich unterstützt. Und wie gesagt, es geht heute darum, ganz bewusst mal nicht reflexartig zu reagieren, sondern vorher vielleicht mal ein paar Atemzüge zu nehmen und zu überlegen, spiele ich dieses Spielchen einfach mal mit, obwohl es mir unbekannt ist. Das ist die Message für den heutigen Tag. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, bedanke mich bei allen, die mir ein Abo schenken. Auch herzlichen Dank und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Ja, ich freue mich immer, wenn unser Trupp ein klein wenig größer wird und sag dafür einfach mal Dankeschön. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt mir gesund und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.